Eine kleine Beobachtung aus unserer täglichen Arbeit mit Kunden. Die meisten Unternehmen haben eine Menge Ideen. Ideen zu haben, ist nicht das Problem. Schaut man, woher die Innovation kommt, findet man einen sogenannten Innovationstrichter. Dieser Trichter zeigt, für jedes wirklich innovative Produkt, jede wirklich innovative Dienstleistung, die auf den Markt kommt, gibt es ein paar tausend Ideen, die schon einmal im Team diskutiert wurden. Viele dieser Ideen werden zu Projekten. Einige wenige Projekte enden in neuen Markteinführungen, von denen dann einige wenige wirklich erfolgreich werden. Auf 10 abgeschlossene Projekte kommen 100 Projekte, die das Unternehmen irgendwann einmal begonnen hat. Das bedeutet, 90% aller Projekte, die Ressourcen nutzen, gelangen nie zur vollen Entwicklung. Was sagt uns das? Egal wie gut das Team ist, egal wie vielversprechend die Ideen aussehen, die meisten Ideen gelangen niemals auf den Markt. Ein Startup kann es sich für eine gewisse Zeit leisten, an einer Idee zu arbeiten. Eine größere Organisation kann nicht nur an einer Idee arbeiten. Was wir aber tun können, ist, den Umgang mit frühen Ideen zu steuern. Der Innovationstrichter zeigt, dass zu viele unausgegorene Ideen zu Projekten werden, ohne dass es eine eingehende Prüfung gab. Das bedeutet, dass die Unternehmen die meisten ihrer Ideen nicht testen und validieren, bevor sie sie als Projekte aufsetzen. Jede Idee, die zu einem Projekt wird, verschlingt am Ende viel Zeit, Geld und Mühe. Daher ist es wichtig, dass ein begonnenes Projekt auf echten Kundenbeobachtungen basiert. Diese Beobachtung nennen wir ein Insight. Insights sind wichtig. Sie sind noch wichtiger als die Idee. Ideen können sich während eines Projekts ändern, aber der Insight muss überzeugend und gültig sein. Er ist die Grundlage für ein erfolgreiches Innovationsprojekt.